Gott sei Dank. Trink mal einen Schluck. Alter. Natürlich 15 Gerichte. Warum denn nicht? Okay, ich versuche mich wieder ein bisschen zu konzentrieren. Vielleicht nicht so viel zu labern, sondern mehr darauf zu konzentrieren, was ich hier tue. Mein Gott, nimm noch die scheiß Kackflasche auf, Alter, du scheiß Drecksarschloch. Entschuldigung. Ich riech mich nicht auf. Nein, ich riech mich nicht auf. Es ist alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das Spiel ist beruhigend. Das Spiel ist ganz cool zu mir. Und ich nehme die Flasche auf, gehe dann zum Faxgerät. Mach die Tür auf, gehe weiter. Mach den Grill aus. Ganz entspannt. Mach die Tür auf, bring den Müll weg. Taking out the trash. No compliments. Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, bitte, schnell. Taking out the trash. No compliments. Give me compliments. I say, give me compliments. Na, nimm. Oh, Alter. Mann, klemm. Ja, klemm doch mal an der Theke, du Wichsspiel. Ich reg mich nicht auf. Okay, das ist der Fernseher, ist auf dem Weg. Boah, drei Gerichte, Alter. Muss uns echt sputen. Da ist die letzte Flasche, Gott sei Dank. Wo lag die jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Oh Gott. Hier war die irgendwo, ne? Da steht sie. Boah, man muss das so im Augenwinkel sehen. Okay, wir haben 5 Uhr, das passt. Alter, boah. Boah, Alter. Scheiß mir die Hose. Alter, 11 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. 11 Zuschauer, gucken sie die Kacki an. Willkommen zur Let's Play Live-Show, zum Live-Let's Play von Joe's Diner. Guck mal, draußen ist es stürmisch. Da geht irgendwie ein rauer Wind. Du hast die Nachtschicht erfolgreich überstanden. Es müsste 29 müsste jetzt kommen, ne? Oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Weil wir haben 26 war Scheißlevel. 27. Oder 28, was jetzt kommt? Ich weiß es gar nicht. Ich hab jetzt nicht mitgezählt. Immer noch 15 Sachen, die wir wegräumen müssen. Okay, ich konzentriere mich wieder. Hier liegt gar nichts. Alter. Willst du mich verarschen? Liegen die ganzen Sachen liegen diesmal hinten. Boah, das ist mies. Ich glaube, das wird, glaube ich, ziemlich schwer. Aber machbar. Okay, Faxgerät. Wir gehen nach hinten. Ich beeil mich.
Mach aus, die Scheiße. Na, hallo. Sag mal. Alter, 13 Zuschauer, ihr seid verrückt. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Dass ihr euch das antut. Ihr seid der Wahnsinn. Wie gesagt, jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Und wir machen gerade ein Live-Let's Play zu Joe's Diner. Nimm die Scheiße. Ah, nein! Ich muss mich konzentrieren aufs Spiel. Also ich würde gerne in die Kamera gerade mal reingucken, aber es tut mir leid. Oder auch so ein bisschen den Chat lesen. Aber ich muss mich gerade hier so riesig konzentrieren. Ich höre ihn schon wieder. Das gibt's gar nicht. Ist es ja sauger? Ah, Gott sei Dank. Alter, 8 Gerichte noch. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter, das ganze Spiel will mich verarschen. Na, ich gehe erst zum Sauger. 7 Gerichte noch. Wir haben es, glaube ich, 3 Uhr gleich. Das Telefon klingelt, wir müssen eh nach hinten. Passt ja gerade. Hier ist der ganz Mann, der ganze Tisch auch voll. Komm, 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 komm. Das Telefon ist vorne. Boah, 5 Gerichte, Alter, das ist so mies. Und ich höre ihn schon wieder. Mann, nimm doch den scheiß Becher da auf, ey, das ist so lächerlich. Man muss so punktgenau manchmal stehen, weil man halt, wie gesagt, diesen Cursor in der Mitte, wie man vom Shooter zum Beispiel kennt, dass man in der Mitte so einen Punkt hat, dass man ungefähr weiß, wo man halt hinzielt. Und hier hast du gar nichts, das ist so mies. Obwohl es hier genau drauf ankommt, wo du halt hinzielst. Das schaffen wir diesmal nicht. Ich glaube nicht. Dafür ist noch... Ich glaube nicht. Dafür haben wir noch zu viele Dings und es ist schon sehr spät. Und es... Er legt mir alles vor die Füße, alles. Und wir haben es 5 Uhr und wir haben noch... Ne, auf keinen Fall. 3 Gerichte, 5 Uhr, nein. Definitiv nein. Kaffeemaschine läuft. Schaffen wir nicht, auf keinen Fall. Nein, schaffen wir nicht. Nein, schaffen wir nicht. Nein, schaffen wir nicht. Oh, Alter. Arschlochspiel. Entschuldigung. Ist doch wahr. Welche Nachtschicht sind wir denn jetzt? Ist es schon 28 oder ist es 29? 28? 29, okay. Also 2 noch. Also die noch und noch eine. Und dann haben wir's. Also es muss doch machbar sein, oder? Das müssen wir doch schaffen. Kommt, Leute. Drückt mir die Däumchen. Ja, das muss machbar sein. Definitiv. Also ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir schaffen das. Na, wenn ich nicht hängen bleiben würde. Ich konzentriere mich mal wieder, also nicht wundern, wenn ich mal wieder nichts sage. Oh, ernsthaft. Wieder dahin.
Mein Gott, geh doch da vorbei. Ich reg mich nie auf. Ja, sorge für Ruhe. Was soll ich denn machen, wenn der Wichser hier alles anmacht? Mein Gott. Piep. Schaffst du? Ja, ja. Auf ein neues. Kann ja nicht so schwer sein, die letzten zwei Nachtschichten. Weil dann haben wir es endlich. Mein Gott. Na, ich will... Ernsthaft, jetzt muss ich wieder runterblättern. Ach komm. Einmal zu weit geblättert und schon vorbei. So, jetzt aber. Auf geht's. Ich konzentriere mich mal wieder. Ich halte mal wieder ein bisschen die Klappe. Mann, mach die Scheiße aus, Alter! Muss ich selber lachen.
Komm, bleib nicht hängen. Oh, Alter. Hallo Sven, willkommen zu Let's Play Live Show, zum Live Let's Play von Joe's Diner. Wir haben Nacht 30 erreicht, Alter. Ich kann nicht mehr, ich bin nervlich am Ende, ich bin ein Wrack. 16 Gerichte jetzt hier, Level 30, jetzt gerade erreicht, Alter. Boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich will das Spiel durchspielen und dann einfach nur noch von der Festplatte löschen und versuchen zu vergessen. Für immer aus meinem Leben. Alter, es ist so ein Müllspiel. Aber egal. Nimm die Scheiße auf, Alter! Oh. Das war ich nicht. Das ist mir so rausgefallen. Das gibt's doch nicht. So. Ja, die letzte Nacht. Jetzt gerade erreicht. Boah, Alter. Nimm den scheiß Teller auf! Mann! Das gibt's doch nicht. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Ich will's nur noch beenden. Ich will's nur noch beenden. Von meiner Festplatte löschen. Für immer und ewig. Hallo? Wieso kann... Achso, ich hab was... Ich hab schon wieder irgendwie ein Menü. Habe ich schon wieder in der Hand. Den seine dreckige Lache jetzt schon. Von dem werde ich nachts träumen. Oh, ernsthaft? Okay, gehe ich gleich hin. Komm, 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 beeil dich. Mach fertig. Ja, bin schon auf dem Weg. Mach den scheiß Wecker aus, verdammt nochmal. Mann. Ist das der Kühlschrank? Ich glaube ja, ne? Und er kommt schon näher, ich höre ihn schon. Er kommt näher. Und wieso liegen überall diese Wix-Chips-Tüten rum? Mal ganz ehrlich, ist das so ein Chips-Fetischist oder was? Ich glaube, diesmal schaffen wir es nicht bei der ersten Runde. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Alter, 6 Gerichte noch. 6 noch und wir haben es 4 Uhr. Noch 5. Eieiei, der Kühlschrank. Okay, Kühlschrank ist nicht so schlimm. Weil wir eh in die Küche müssen. Aber ich höre den Typ, wenn er schon näher kommt wieder. Das ist nicht so förderlich. Komm, 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 komm. Okay, das ist auch in der Küche, ist auch nicht so schlimm. Drei Gerichte noch. Komm, das schaffen wir. Komm, 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 komm. Da lagen die zwei Gerichte. Ich habe die zwei Gerichte gesehen. Oh nein, das Waschbecken. Oh nein, ich hätte erst zum Waschbecken gehen sollen. Ich hätte erst zum Waschbecken gehen sollen, nicht dem Lack. Nein. Fuck, nein. Jetzt geht auch noch das Dings an. Nein, falsche Waschbecken. Nein, was? Oh nein, jetzt kommt der gleich. Jetzt kommt er definitiv gleich. Ja, das war's. Fuck, ey. 4-0 Sieg, Schalke, richtig? Die Stellenbewegungen sind jetzt mal gar nichts für mich, was? Ja, aber du musst so spielen. Also in den Runden musst du so spielen, weil sonst kommst du gar nicht hier klar. Weil das ist so hart. Also die letzten Nachtschichten sind echt hart. Kannst dir angucken, wie gesagt, ich lade sie auf YouTube hoch. Also die letzten Nachtschichten sind, da musst du nur durchrennen. Du musst mit dem Augenwinkel gucken, wo was steht auf dem Tisch und ja, ich versuche mich nochmal so ein bisschen zu konzentrieren. Und danach, wenn wir es geschafft haben, spielen wir gleich was anderes. Aber erstmal jetzt hier Joe's Diner. So, warte.
Ich konzentriere mich mal wieder. Ich mach mal eben kurz, ne? Fresse halten. Ernsthaft? Fick dich, du scheiß Indianer, Wichser. Geh deine Panflöte spielen auf der Bahnhofstraße oder so. Das war nicht so bös gemeint. Schaffen wir nicht. Zu viele Geräusche schon direkt am Anfang. Also, ich glaube nicht. Aber ich probiere es trotzdem. Mit dem Kack-Arschloch-Spiel hier, was ja meint, hier dich fertig machen zu müssen. Voll das Psychospiel, ey. Nimm die scheiß Wichsflasche auf, Alter. Die spielen, ne? Okay, der Fernseher liegt auf dem Weg. Nicht so schlimm. Mann, geh doch an dieser Wichstheke. Warum bleibt der immer da hängen? Ich verstehe das nicht. Dieses ist so ein scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Das ist unfassbar. Also, das Spiel gehört einfach nur in die Tonne. Entschuldige, liebe Entwickler, aber ihr hättet mehr daraus machen können. Aber ganz ernsthaft. Es gehört einfach nur in die Tonne, es gehört verbrannt. Schade, dass ich die Disc-Version davon nicht habe. Da würde ich sie im Livestream, würde ich sie verbrennen. Ist so. Bin ich froh, dass ich mir nur als Download-Titel geholt habe. Und nicht als, als Disc-Version. Hätte ich während des Streams, hätte ich die CD verbrannt. Meine Güte. Ja, halt die Fresse. Mach die Wichstür auf, Alter. Mach einfach die scheiß Wichstür auf. Ist der Sauger, ne, oder? Ist das der Sauger? Oh, Gott sei Dank. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist schon wieder. Der ist schon wieder so nah, der Penner. Und ich bleib schon wieder überall hängen und kreuz und quer und hast du nicht gesehen und hoch und runter und tralala. Ja, knack. Vier Gerichte noch, nie im Leben. Nie im Leben. Ja, quietsch. Ja, toll. Ich doch noch mehr Chipstüten nehmen, damit er direkt kommt. Schaffen wir nicht. Auf keinen Fall. Der ist klar wieder da. Oder die Nachtschicht ist vorbei. Zwei Gerichte noch. Ja, war klar. Wie lange versuchst du schon mit der letzten Nacht? Seitdem du gerade gekommen bist, habe ich erst die 30. Nacht erreicht, weil die anderen zum Kotzen waren. Ab 27 oder 26 ging es los, zum Kotzen zu werden. Na? Ab Runde 27, nee, ab Runde, ich glaube ab Runde 26 wurde es zum Kotzen. Also da wurde es schon echt zum Kotzen. Na? Warum ich so bezeichne? Weil, ich es durchspielen möchte und ich gesagt habe, ich mache ein Let's Play davon. Und ein Let's Play besteht darin, es von Anfang bis Ende durchzuspielen, deswegen. Und trotzdem ist es ein scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Die Ideen sind zwar gut, aber die Umsetzung ist scheiße.
Man hätte viel mehr daraus machen können. Deswegen bezeichne ich das Spiel so. Mein Gott, wo sind denn hier die Sachen? Weißt du, spielen möchte. Und dann einfach nur den Haken hintersetzen. Ich habe es in meinem Leben gespielt, auch wenn... Na, auch wenn man da nicht froh sein kann, dass man es gespielt hat, aber... Mann, mach die Wichstür auf. Ich konzentriere mich mal eben, Entschuldige. Lass mich hier durch. Lass mich einfach hier durch! Du Scheißspiel. Weißt du, wenn es Hängenbleiben nicht wäre bei dem Spiel, ja, dass du einfach irgendwie an so dämliche Tischkanten hängen bleibst, weißt du, dann wäre alles okay. Aber nein, du bleibst ja an so einer dämlichen Tisch. Oder hier! Also, das ist ein Witz, ist das. Das hält nur auf. Das hält nur auf. Vor allem, warum schmeißt man direkt ganze Tabletts einfach in den Müll, wenn man hier arbeitet? Ich verstehe es nicht. Ja, der Wecker, komme ich gleich hin, bringe erst den Müll weg. Dann gehen wir nach hinten, dann können wir unterwegs noch was mitnehmen. Oder auch nicht, oder ich gehe direkt dahin. Meine Fresse. Wieso nimmt er die Sachen nicht auf, weil du den scheiß Wix-Cursor nicht siehst? Jetzt ist das Waschbecken noch angegangen. Oh, ist doch zum Kotzen, ist doch. Es ist zum Kotzen. Mann, mach die Wichstür auf, Alter. Das ist doch nicht wahr. Wieso bleiben die Türen nicht auf? Warum sind das Automatiktüren oder was? Ach, ich habe noch ein Gericht in der Hand. Oh. Ich höre ihn schon wieder kommen. Ja, quietsch. Da liegt noch eine Flasche auf dem Tisch. Ist es der Föhn? Ist der Föhn, ne? Ich glaube, der fucking Föhn ist es. Alter, komm, das müssen wir doch mal so langsam schaffen. Das kann doch nicht sein. Alter, 5 fucking Gerichte noch. 4 noch. Kann nicht so schwer sein jetzt noch. Die 4 Wix-Gerichte hier noch eben ab. Nimm diese scheiß Flasche da auf, Mann. Weil du kannst nicht so genau zielen. Ich verstehe nicht, dass man da nicht einfach... Wenn man doch so ein Spiel entwickelt, dann muss man doch sehen, ah, guck mal, der Entwickler macht das. Du hast da ein Kreuz irgendwie in der Mitte des Bildschirms. Warum machen wir das nicht auch? Damit der Spieler vielleicht ein bisschen mehr sieht, wo er hin muss und so. Nein, da machen wir lieber nichts hin. Bitte das richtige Waschbecken. Nein, das falsche Waschbecken. Mann, mach offen. Ich muss noch 3 Gerichte sammeln. Das hält... Mann, das hält nur auf! Mann! Das hält nur auf, so eine Scheiße! Ja, schaffen wir nicht. Hallo Schnoggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Holst du mir bitte auch bei dem Spiel die Platin-Trophäe? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir machen jetzt an der Stelle mal eine kurze Folgenpause. Dann kann der Flexi sich mal beruhigen. Und dann geht es gleich spannend weiter in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Cheerio.